Hallöchen und herzlich willkommen zu... Oh, das darf ich ja gar nicht. Handys machen ja dumm. Zumindest behaupten das die Forschungsergebnisse des Professors Andrew Kakabetsi. Nun ja, und davon mal abgesehen, das sind seinen Namen. Und es ist mir sowas von egal, wie man ihn ausspricht. Das Wort Kaka und Bad, das englische Wort für schlecht enthalten sind, würde es mich extremst belasten, wenn mich sogar mein Nachname in zwei verschiedenen Sprachen dissen würde. Das C nach dem Bad hat bestimmt auch irgendeine schlechte Bedeutung in irgendeiner Sprache. Bin ich mir sicher. Wahrscheinlich. Und jetzt stelle ich mal eine Theorie auf. Kann man anhand seines Namens auch die Gewichtung seiner Forschungsergebnisse festmachen? Danke. Merci. Thanks! Nacho Burrito Taco! Ja, mein Spanisch ist nicht besonders gut. Der Gute kommt also von der Cranfield School of Management. Ach, Cranfield School of Management, nicht Management. Mein Handy hat mich wohl so verblödet, dass ich die Aussprache nicht mehr wusste. Ich dummer hier. Und seiner Meinung nach lassen uns Smartphone und Co. total verblöden. Boah, shit, Mann, der hat und Co. gesagt. Der benutzt aber Smartphone, Digga. Normal dürfte der so schlau intelligente Abkürzung gar nicht wissen. Jo, Mai, bist ein bisschen deppert, oder was? Dadurch, dass wir gewisse oder bestimmte Wörter immer wieder abkürzen, vergisst unser Gehirn, wie diese genau geschrieben werden. Außerdem hat das Verwenden von T9 bei Textnachrichten einen negativen Einfluss auf unser Gehirn. Dadurch, dass gewisse Elemente durch die Autokorrektur ersetzt werden, kommt unser Gehirn damit nicht klar. Und unsere gepflegte Ausdrucksweise würde sich dramatisch verschlechtern. Ich meine, der Typ stellt uns wie ein Gorilla da. Klar kann man bei gewissen Nachrichten schon drauf achten, wie man sie schreibt, aber hey, wenn ich jemandem schnell was schreiben will, lese ich mir das Ganze doch nicht fünfmal durch, achte auf den richtigen Tempus, auf die großen Kleinschreibungen, auf die Kommasetzung und geschweige denn auf den Punkt am Ende des Satzes. Ich meine, klar, wenn ich, yo, Bro, kommst du heute zum Chillen rüber, kannst du auch ein Bier mitbringen, an meine Freunde schicke, könnte ich das Ganze auch so formulieren. Hallo, Bruder. Ich meine damit aber nicht den genetischen Bruder, sondern nur eine Umschreibung bzw. ein anderes Wort für einen guten Freund. Haben Sie gegebenenfalls das Befinden, heute mich in meinem Eigenheim zu besuchen? Natürlich können Sie auch ein alkoholisches Getränk mit sich führen, welches wir dann im Laufe konsumieren können. Aber höchstwahrscheinlich kommt darauf auch nur eine Antwort in Frage. Ich möchte damit nicht sagen, dass es besser ist, mit Abkürzung zu schreiben oder sich besonders kurz zu fassen. Aber mal ehrlich, ich glaube, keiner von uns vergisst durch das Schreiben dieses Zeichens, wie man das Wort und schreibt. Das Zitat des Technikblogs Gizmodo, Handys machen aus Kindern schnell denkende Idioten, ist genauso unverständlich für mich wie der folgende Text. Häufiger Handygebrauch bei Kids würde im alltäglichen Leben dazu führen, dass sie schneller handeln, ohne nachzudenken und sich nicht um Genauigkeiten zu kümmern, erklären die Forscher. Über diese Auffassung lässt sich aber definitiv streiten. Was meint ihr? Außerdem würden wir durch das Benutzen des Handys vergessen, wie man Probleme löst. Anstatt zu googeln, sollen wir doch lieber in eine Bibliothek gehen und uns dort informieren. Außerdem sollten wir am besten, um den Weg zur Bücherei zu finden, auf Google Maps verzichten und in einer Stadtkarte nachgucken. Ah fuck, was ist Stadtkarte? Kleiner Scherz. Oder auch nicht. Klar ist es tausendmal bequemer, sich mit dem Handy die Informationen rauszusuchen, aber wenn man mal überlegt, in der Zeit, wo ich mich informiere, wo die Bücherei liegt, auf der Karte nach dem Weg schaue, dann noch mit meinem Auto oder falls ich kein Auto habe, mit dem Bus zur Bücherei fahre oder gegebenenfalls auch noch hinlaufe, mich dann bei der Bücherei anmelde, damit ich überhaupt ein Buch ausleihen kann, es dann getan habe, das Buch rausnehme aus dem Regal, durchlese, was ich wissen will, es per Hand rausschreibe und ungefähr nach gefühlten 400 Stunden einen Satz auf meiner Präsentation fertig habe, hätte ich die komplette Präsentation locker dreimal fertig gekriegt. Ah, fuck, ich muss ja noch die Abi-Präsentation machen. Wie macht man Präsentation? Wird Präsentation mit R oder mit E geschrieben? Ich glaube mit Q. Komisches Zeug da. Saudio Leute, wundert euch nicht über das neue Intro, das dient einfach nur dazu, dass die weiteren Videos jetzt in so einer Hülle verpackt werden und so ein bisschen einheitlich werden. Jetzt würde mich definitiv aber mal interessieren, was ihr über das ganze Thema denkt. Schreibt es in die Kommentare. Und was benutzt ihr am häufigsten auf eurem Smartphone, um mit euren Freunden zu kommunizieren? Facebook, WhatsApp oder normale Textnachrichten? Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben auf dem Video freuen, denn so sehe ich, ob euch das Video gefallen hat und ob es mehr von solchen Folgen geben soll. Und wie immer können einige von euch wieder ein fantastisches Band gewinnen. Alles, was ihr machen müsst, ist, dieses Video auf Facebook zu teilen und davon einen Screenshot zu machen, ihn mir auf meiner Facebook-Fanpage per Privatnachricht zuschicken und einen Kommentar unter das Video zu schreiben. Und für die ganzen Leute, die immer fragen, was man macht, wenn man kein Facebook hat, die können mir auf Twitter folgen, denn dort werde ich auch ab und zu einige Bänder verlosen und ich arbeite momentan an einer Möglichkeit, sie online zu bestellen. Zum Schluss findet ihr hier und hier noch meine letzten Videos und alle weiteren Informationen zu mir findet ihr auf meiner Facebook-Fanpage, auf meiner Twitter-Page oder auf meiner Webseite christdes.de und dann sieht man sich im nächsten Video.